Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur ersten Folge von Greedland. Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Selbst wenn das Spiel keiner zuguckt, wie es ja momentan so der Fall ist mit meinen anderen Videos, schniff, schniff, habe ich einfach Bock, das Spiel für mich aufzunehmen. Ich spiele es ja so oder so, also kann es auch aufnehmen. Es geht in die Richtung von Yet Another Zombie Survivors. Wir starten komplett neu rein. Haben sogar einen Trailer, das wusste ich gar nicht. Spiel ist noch auf Englisch, es ist im Prinzip auch so ein Shooter, wo wir aussuchen können, ob wir manuell ziehen wollen oder Automatik. Wir gehen mal auf Automatik, wie Vampire Survivors kommen, das hoffentlich nochmal umstellen. Ah ja, und starten schon direkt in die Runde. Also wir haben hier ein Assault Rifle, wir haben auf Shift ein Dash, wir haben auf Right Click ein Ice Ring, ein Slow. Darum, wie bei Yet Another Zombie Survivors Monster zu töten, aufzuleveln. Die haben auch den gleichen Level ab. So, das ist ja witzig. Und dann eben auszuwählen, okay, was für Skills möchte ich? Möchte ich Rüstung zum Überleben, Health Recovery auch zum Überleben? Eine Granate, also noch eine Fähigkeit, die nehmen wir mal dazu. Die hilft ja dann auch automatisch. Sehe ich irgendwo einen Cooldown? Genau, Granite Damage, Attack Range, Attack, der 50% Attack Damage. XP Pickup Range, Shield. Oh, das ist gut. Ein Schild, das Treffer vermeidet. Das ist immer ganz praktisch. Und links sehe ich mein Equipment, okay. Airdrop. Ah, Lootboxen gibt es wohl auch noch. Und was war das jetzt? Noch bin ich ein bisschen lost. Die Runden gehen wohl nur 10 Minuten, das sieht man hier oben. Fire Rate, sehr gut. Schneller schießen. Nein, auch direkt. Und was eigentlich ganz cool ist, dass man eben nach 10 Minuten, wie man eine Runde beendet, ist ja quasi halb so lange wie bei Yet Another Zombie Survivors. Kristall, geh mal hin. Aber was bringen diese Dinger? Wir müssen 5 Leute töten und 500 Skills 5 Time. Was für Skills? Ah, ich bin noch überfordert. Gut, wir können. Ja, Feuer mit 50%. Ja, eine Granate extra, gerne. 700 Kills, aber gerade 180 Stück. Ich noch mal ein. Ja, komm schon wieder ran. Ich schon mal ein bisschen mehr Damage. Critical Damage, All Damage. Also, All Damage ist jetzt schon auf die Waffe und auf sie mit auswirken, ich an. Hier wieder, es ist ein Damage Race. Wir müssen einfach mehr Schaden machen, als die Gegner Leben haben. Eine extra Bullet, aber 20% weniger Genauigkeit. Aber hier ein Bounce, das heißt, wir treffen jetzt zwei Gegner. Das sollte im Prinzip 100% Damage sein. Für was ist denn das Schild? Das kann ich damit tun. Verstehe ich noch nicht gut. Aus. So, Unlock
Equipment, Urwalker, find enemies and attack them. Okay, das klingt lustig. Plasma-Disc. Ah, die zwei klingen gut. Die Plasma-Disc ist so ein bisschen, ja, okay. Das Siegeplasma wird genauso als ob es dabei ist. Das ist hier so ein Boss. Ja, da ist leider keine HP-Leiste. Das wäre doch gut, was ich hier will. Er hat jetzt lieber. Damage. Was ist das? Power Armor. Ne, wir nehmen All Damage mit als Waffe. Das ist ein bisschen stark, aber auch mittlerweile 10. Ich glaube, wir sind gestartet mit 6. Ja, das geht gut auf mich. Was bringt uns diese Kisten? Das verstehe ich noch nicht ganz. Was uns dieses Schild bringt. Wir frieren nochmal. Unser Level. So, und noch Vulkan Shots the Enemies. Your face. 50% Damage, 50%. Ne, wir nehmen das mal noch mit. Okay, das ist ein zusätzlicher Schuss, der 33 Schaden hat. Wow. Jetzt sind wir auch rein, wo das Schaden wird. Und wir haben oben rechts die Quest erfüllt, was auch immer mir die jetzt bringt. Jetzt werden wir mal sehen, wenn wir durch sind. Backwatch, Manifest. Wow, Schüsse auch noch nach hinten. Also, jetzt hier definitiv rein. Aber ja, wie gesagt, eine Runde geht 10 Minuten. Ich werde wahrscheinlich nur eine Runde immer aufnehmen. Der Game-Sound ist ein bisschen laut, sehe ich in meinem Aufnahmeprogramm. Es tut mir leid. Wird in der nächsten Folge ein bisschen reduziert. Wird sporadisch hochgeladen, je nachdem, wie gesagt, wenn die Level besteht, dass ich das weiterspiele, aber nicht mehr. Damage Healing. Ja, wir nehmen ja noch Damage mit. Was ist das denn? Ist hier der Kartenrand? Finde ich da der Gegner? Ja, okay, da ist ein Kart, genau, das ist ein Boss. Ja, Charge Boss, suchen wir uns ja auch mal gerade vor. Leider fehlt mir die HP-Leiste. Dass man sehen kann, wie viel Leben hat denn der Gegner. Vielleicht kommt das hier noch. Wir sind hier noch in Early Access. Wow. Wir haben einen super Effekt. Zwei Multiple Shots oder Crit? Ne, wir haben zwei extra Shots. Verdreifachen hat der unseren Gegner. Unser Schaden. Die Zeit geht nur 4 Minuten. Also, warten Sie 10. Ich glaube, ja, dann ist der Run vorbei an 10 Minuten. Und wir können ins Upgrade-Menü. Penetration ist gut. Also ein Durchschuss. Noch ein Backwatch. Holy moly. Also, wir sind ja im ersten Run schon direkt komplett busted. Soweit ich das gesehen habe, bei anderen dann auch Skills zwischen den Runden vergeben, andere Schwierigkeiten spielen. Ah, der Klassiker. Level mit nächsten. Neue Waffen freischalten. Ja, wir nehmen mal das mit. Noch ein. Da ist er. Der ist ja witzig. Sieht so ein bisschen aus wie. Star Wars Film. Die Kugeln, nach denen die immer so Laserdinger schießen. Zweimal Wolken. Jo. Jedi Schüler haben wir mit dem Laserschwert. Wer Star Wars nicht kennt, das sind die alten Teile 4, 5 und 6.
Das Ladies Federation. Das ist mittlerweile CGI-technisch natürlich nicht mehr so auf der Höhe, aber man kann es trotzdem noch machen. Ich sehe ja, wir haben jetzt auch alle Fähigkeiten, also wir kriegen jetzt gar keine Skills mehr dazu. Change kriegen wir jetzt nur noch ein Upgrades für Level und Equipment. Ja, ein Durchschuss. Ah, Damage. Ja, wir nehmen mal. Ein Durchschuss mit. Ich würde definitiv auch mal neben mir fallen. Diese Experience. Das sind die extra Boote. Nee, nee, nee. Treasured. Die wir gleich benutzen können, um eben neue Sachen freizuschalten. Aber die Airdrops. Die verstehe ich echt noch nicht so. Kinetic Field. Ist das quasi. Magnet. Ah ja, ich habe alles angezogen. All Damage. Ja, dann haben wir Treasured. Das wird doch ganz schön stressig und wenn ich dachte, wir sind hier gut unterwegs. Non-Penetration. Oder 50% der Quick. Nehmen wir nehmen. 50% der Quick Damage. Das ist unser Backfire und unser Granaten. Skill Range, Max Health Damage. Ja, aber das ist ein Dealer. Skill Range mit. Ich bin ganz sicher, ob das böse ist. Ja, schwarz ist noch dann der Part-Effekt von der Granatenbröse jetzt. 2000. Ja, sind das Echsen-Kreaturen. 50% Damage von diesen UAVs, 1 Sekunden länger. Ja, eine extra Granate. Granaten auch mit rein, natürlich das hier. Experience, ja, kurz vor Ende, ne, Fire Rate. Ja, Fire Rate mit den zwei Plasma-Bissens werden auch. Dass die Flanken auf der Schüssel kommen. Ja, das ist halt so ein typisches Suchtspiel, ne? Skill-Effekt. Why not? Verbessern zwischen den Stufen. Flappen, Härtere. Die es schaffen. Neue Waffen. Das ist halt ein typisches Vampire-Survivor. Oder hier den Ansatz Zombie Survivor, die meisten Experten. Ich nehme es einfach mal mit, um mehr Farbe zu nehmen. Ihr kennt ja meinen Kanal, den hier den Ansatz. Da kommt dieser Patch, den werde ich dem Team auch intensiv zeigen. Ich mache das jetzt in einer Herausforderung. Dann werde ich nach und nach neue Games bringen auf meinem Kanal. Fire Raid nehmen wir mit. Vorschläge. Greedland wird auf jeden Fall einen längeren Preis erfahren. Je nachdem, wie es dann tatsächlich jetzt auch geht, ist das schon sehr praktisch für den Access. Okay, da ist unser sicherer Hafen. Zack! Erste Runde gepackt. Wir haben direkt ein paar Steam Achievements. Monster Killed, Crystals, 2000 Crystal Missile Complete, 9166 G-Points! Was auch immer das ist. So, genau, und jetzt geht's los mit Überforderung erstmal. Was ist die Map? Okay, die sind noch gesperrt. Die Frage ist, wir brauchen Level Up to Normal 2. Okay. Wir haben Mods.
auch schon was nehmen. Increase your weapon damage greatly, but... Ah, Überhitzung, ne? Wie viele Punkte haben wir? Hier oben steht Capacity. Das ist... Deal Error Damage, Pushback Energy and Injured. Auto Aim. Use Aim. Okay, und hier sehen wir unten die Kosten. Wir haben aber gar keine 400. Wir können es aber... Ja, wir können es nicht upgraden. Use Airdrops automatically. Können wir nichts machen. So, dann kann man im Prinzip alles entweder upgraden oder unequippen, aber wir haben auch gar nichts. Increase all your damage. Wir haben 9000 Punkte. Wir nehmen das mal mit. Haben wir 5% mehr Damage. Wir müssen es aber auch equippen. Ah ja, wir haben eine 22 Tragkraft, verstehe. Weapon Damage können wir mitnehmen. Equippen. Den Damage nehmen wir mit. Equippen. Und haben jetzt sowieso gleich voll, aber wir können hier noch. Appearance 5. Okay, was nehmen wir noch mit? Fire Rate. Können wir das noch equippen? Ja, wo steht denn, wie viele ich brauche? Ach ja, hier 4. Okay. Gut, was haben wir? Do you want to use activate a new configuration? Nee. Mir reicht, uns reichen 2 Configs hier. Okay, also wir haben jede Menge zu leveln. Wir können auch 5 verschiedene Industrie-Konfigurationen quasi immer mitnehmen, so je nachdem, was wir verbessern wollen. Es gibt Missionen. Okay. 10-mal Dash benutzen. 25 Upgrades, die sind ja Payoff to Commander. Okay, das werden wir gleich mal testen. Wir haben hier, genau, es ist Power freigeschaltet. Einmal Jungle haben wir. Das gibt ordentlich Punkte. Die Mission werden wir gleich mal testen. Ansonsten haben wir noch Assault. Oh, hier gibt es neue Waffen. Es gibt die Submachine Gun. Die gibt es noch. Die ist gesperrt. Kann ich die aktivieren? Ne, da brauchen wir Apprentice Level 5. Scatterstorm. Wo sehe ich denn? Die macht 8 Schaden, hat 8 Sekunden Fire Range und 95% Genauigkeit. Heat alle 5 Sekunden. Die geht alle 4 Sekunden, also schneller, und die nur alle 15 Sekunden. Hat aber auch nur eine Fire Rate von 2 pro Sekunde. Can't shot with high fire rate, but damage is low. Sie macht weniger Schaden, schießt schneller. Und die ist ja komplett für Poppes, oder? Da sehe ich jetzt was. It can fire several energy products with a wide range. Ja, ich belasse es erstmal dabei. Ich würde sagen, wir spielen nächstes Mal diese Mission. Up to... Genau, wir sind Apprentice Level 2, können vielleicht hier aufleveln, aber das sehen wir in der nächsten Folge.